Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, wie ihr gelesen habt, habe ich ja aktuell wieder eine Kooperation mit Globaland. Alles, was ich aus der Kooperation rausgesucht habe, beziehungsweise raussuchen dürfte, werde ich wie immer in der Infobox verlinken mit dem Rabattcode, den ihr 100 Mal einlösen könnt. Der hat auch keinen Mindestbestellwert oder sonstiges. Der ist Natter10. Ja, wie gesagt, alles nochmal in die Infobox. Oh Gott, warte. Ich habe mir aus der Kooperation jetzt halt, dieses Stempelset zu Herzen genommen. Das stand schon länger auf meiner Wunschliste, weil ich das nicht nur für Babykarten super süß finde, sondern auch so allgemein halt für niedliche Karten. Und ich habe jetzt, ich glaube, bis auf den Bär und den Hund habe ich, glaube ich, bis. Und halt die Kleinigkeiten. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles benutzt. Und ich zeige euch mal, was daraus geworden ist. Wir machen zwei Karten. Vielleicht schreibe ich das in die Überschrift rein. Einmal diese hier. Ja. Und da habe ich die passende ATC dazu gemacht. Ja. Ne? Ich und meine ATCs. Okay. Ich habe angefangen mit einem Stück Cardstock. Das habe ich mal zurechtgeschnitten bei 13,5. Da zeige ich euch dann gleich mal 10. Also muss ich es auf 20 kürzen. Und dann bei 10 Falzen. Dann habe ich mir so Rahmenstandschablonen genommen. Die sind auch von Globaland. Die habe ich mal rausgesucht. Oh, Kabel zu kurz. Das wären diese hier. Hier unten seht ihr die Nummer. DIY-WH0309-8. Die habe ich mir selber gekauft vor längerem. Weil jeder weiß, sind solche oder können solche sehr teuer sein. Auf jeden Fall habe ich mir die zweitgrößte hier genommen. Die größte, die würde, glaube ich, gerade auf so eine Karte gehen. Oh nein. Nee, ist sogar ein bisschen zu groß. Das ist jetzt nur eine normale DIN A4-Karte. Also ist ein Müh zu groß. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können ja ein wenig flexibel sein. Das Projekt runtergefallen. Und ich sitze schon den ganzen Tag an der Kooperation. Den ganzen Tag. Wobei, die zweite habe ich auch schon vorbereitet, weil man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. So, brauche ich noch ein bisschen Hintergrundpapier. Das habe ich nicht vorbereitet. Da stanzt sich jetzt erst einmal aus. Da kommt das nächste Projekt geflogen. Aber ich habe auch noch was vor, dass wieder Platz wird. Seht ihr in einem anderen Video. So. Dann habe ich hier Wolken ausgestanzt aus dem anderen Set, was ich mir rausgesucht habe. Komme ich jetzt dran? Wie gesagt, werde ich auch in der Infobox verlinken. Da sind die Wolken, die habe ich genutzt. Das, wie gesagt, habe ich auch schon benutzt. Ihr seht, es ist schon ausgepackt. Teilweise noch nicht alles. Aber wie gesagt, ich sitze heute schon den ganzen Tag dran. Da habe ich mir eben die Wolken hier ausgestanzt. Zweimal auf weißem Papier, einmal mit Vellum.
Und beim Vellum mache ich mir noch hier unten eine Linie. Bei Vellum sieht man halt immer, wenn es geklebt wird. Ich schaue gerade mal, welches ich nehme. Dann tue ich das da oben festkleben. Ich habe das einfach so Pi mal Daumen ausgestanzt, halt einfach wirklich das so, dass ich denke, dass es abgedeckt wird. So, aus dem Stempelset habe ich mir Hello World hier noch aufgezogen. Und da stempel ich jetzt einfach mal da so hin. Und auch das klebe ich jetzt mal hin. Wie gesagt, ihr seht, ich trick's ein bisschen. So, das Ganze muss ich leider nochmal ausstanzen. Klar, ich hätte natürlich einen Schritt machen können, hätte das so ein bisschen grob zurechtschneiden können, hätte da meine Wolken drauf machen können. Und. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Aber gut. So, mein erster Prototyp hat damit auch funktioniert. Muss ich nur noch schauen, dass es greift. Ja, das greift. Man merkt ja ungefähr beim Drauflegen, dass die Standschablone am Papier hängen bleibt. Dann hat man die richtige Stelle gefunden. Kann weg. Drüber. So, das hätten wir. Das kann man dann schon mal auf unsere Grundkarte kleben, weil da oben ein bisschen verrutscht ist. Nein, ja, dann nochmal ausgestanzt. Fingernägel passen ein bisschen dazu, finde ich. So, das klebe ich auf jeden Fall erstmal drauf. So, dann habe ich den Elefanten schon mal vorbereitet. Da mache ich mir jetzt 3D-Pads drauf. Also ich muss sagen, die stempeln sich wieder super gut ab, die Stempel. Zumindest die ich schon mal getestet habe. Kleine kommt hier hin. Und dann habe ich schon mal ein paar Sterne ausgestanzt. Da mache ich jetzt auch 3D-Pads drauf, aber so ganz dünne. Sonst schneide ich mich mit dem großen dumm und dusselig. Hätte ich natürlich vorbereiten können. Aber gut. Ich denke, das werdet ihr überleben. Oder auch nicht. Ich sage, ich sitze mal ganz drauf schon an meine zwei Projekte hier. Das ist. Hätte ich nicht gedacht, dass mir die heute so den Tag rauben. Hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Aber dafür bin ich dann eben das ein bisschen im Vorlauf, weil man weiß ja nie, was das Leben so bringt. Die Kleine ist zurzeit wieder krank.
Das heißt, ich habe die Woche keine Zeit, mich groß an den Schreibtisch zu setzen. Eine versteckt mal hier hinten, dass das so ein bisschen noch vorlugt. Und der letzte kommt hier hin. Und dann wäre unsere Babykarte auch schon fertig. Die passende ADC. Ja, das wäre Karte Nummer 1. Jetzt zeige ich euch Karte Nummer 2. Das wäre die hier. Und natürlich habe ich auch die passende ATC gemacht. Aber diesmal auch mit dem Löwen. Ja. Dafür habe ich. Jetzt muss ich nur mal mein Papier da rauskramen. So. Ein Stück Cardstock vorbereitet in den Maßen 21 mal 14,5. Und das falte ich mir auf der langen Seite bei 10,5. Zap, zap. Dann habe ich hier einen blauen Aufleger zurechtgeschnitten. Der hat die Maße 14 mal 10. Der ist wirklich ultra dünn. Das ist eigentlich ein Origami-Papier. Aber das weiß das Origami-Papier nicht, dass es ein Origami-Papier ist. Es weiß, dass es ein Papier ist. Nee, Spaß. Ich falte kein Origami, aber ich verbastel. Dann habe ich hier einen weiteren Aufleger. Der hat die Maße 9,5 mal 13,5. Und den bearbeite ich mir jetzt. Und zwar habe ich mir aus dem Reststück Cardstock, Pappe, eben diese Wolken ausgestanzt, die mir. Selbe für die Karte, die wir hatten. Eben aus dem Reststück. Und dann tue ich mit Tumbled Glass mir so ein bisschen die Wolken machen. So, ich nehme meinen eigenen Stencil. Verschieben. So, jetzt muss ich ordentlich festhalten, dass es mir wieder wegrutscht. Weil viel Papier ist nicht mehr. So. Dann schaut das Ganze ungefähr so aus. Dann habe ich mir einen Regenbogen ausgestanzt. Der ist ebenfalls von Globeland. Das sind eigentlich mehrere Teile dabei. Und der war aus einer Kooperation. Oh Gott, mein Rücken. Da habe ich auch ganz viele Karten damit gemacht. Das war das Set hier. Das hat die Nummer DIY-WH0309-912. Ja, da habe ich auch ganz viele, viele Karten damit gemacht. Aber mir haben drei Farben hier gereicht. Und die klebe ich mir jetzt erstmal fest. Also ganz ehrlich, ich würde die Farben rein theoretisch so vom Sinn her nicht kombinieren. Würde ich tatsächlich nicht. Aber die Farben passen irgendwie zusammen. Ich weiß auch nicht.
So, dann habe ich hier viele, viele Wolken ausgestanzt. Die müssten auch aus irgendeinem Set, das ich aufgedröselt habe, sein. Ach, das war das, glaube ich, wo eine Sonne in der Mitte war. War auch so sonnenstrahlenmäßig. Da habe ich auch einige Karten damit gemacht. Wenn es das ist, was ich denke. So, mittlerweile habe ich so viel. Ich kaufe jetzt selber viel und. Ja. Keine Ahnung, wie viel die Kooperation das mittlerweile ist. Das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Ah nee, das war jetzt falsch. Hier wollte ich die kleine hinkleben. Die große kommt hier hin und unten kommt die kleine hin. Natürlich gesaubert. Aber solange der Kleber feucht ist, kann man das, finde ich persönlich, relativ gut wegradieren. Wenn das Ganze schon angetrocknet ist bzw. trocken ist, dann lässt sich schwerer wegradieren. Finde ich, meine Meinung. So, ich hole mal Spleensen. Ach, da unten ist noch eine. Hinterm Löwen. Und da oben kommt noch eine mit 3D hin. Dann schneiden wir alles Überschüssige mal ab. Und dann nehme ich mir auch den Stempel aus dem Set. Den fand ich ja so putzig. Dann habe ich ja schon beim Vorstellen so putzig gefunden. Sleep, be cute, repeat. Ach, ja. So, und das kleben wir jetzt auch schon mal auf. Und hier kommt der Löwe. Da kommen auch ein paar 3D-Pads drauf. Und der kleine Fricker kommt hier hin. Und dann wäre unsere Karte mit ATC auch schon fertig. Ja, meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video wenn ihr mögt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit, nicht wieder verhaspeln. Bleibt gesund. Bis dahin. Bye bye.